Herr Doktor, kommt sowas oft vor? Ich kann nächtelang nicht schlafen. Herr Doktor, leihen Sie mir Ihr Ohr, denn ich hab so viele Fragen. Ich kann nicht denken, bin ständig beschäftigt. Soziale Kontakte sind für mich nur lästig. Ich mache Fotos von jedem und allem, um Menschen, die ich nicht kenn, zu gefallen. Bin ich jetzt verrückt oder nicht? Sie machen sowas doch beruflich. Bin ich jetzt verrückt oder nicht? Sind das die anderen oder bin das ich? Herr Doktor, kommt sowas oft vor? Ich kann nächtelang nicht schlafen. Herr Doktor, leihen Sie mir Ihr Ohr, denn ich hab so viele Fragen. Ich kaufe Essen und lass es verrotten. Ich kaufe mir andauernd neue Klamotten. Die Menschen sind glücklich, wenn sie sie tragen. Zumindest sagen das die leuchtenden Tafeln. Bin ich jetzt verrückt oder nicht? Sie machen sowas doch beruflich. Bin ich jetzt verrückt oder nicht? Sind das die anderen oder bin das ich? Bin ich jetzt verrückt oder nicht? Sie machen sowas doch beruflich. Bin ich jetzt verrückt oder nicht? Sind das die anderen oder bin das ich? Bin ich jetzt verrückt oder nicht? Sie machen sowas doch beruflich. Bin ich jetzt verrückt? Beschreiben Sie das Verhältnis zu Ihrer Mutter. Aha, aha. Beschreiben Sie das Verhältnis zu Ihrer Mutter. Herr Doktor, Sie haben wirklich viel Verstand. Herr Doktor, was ich schon immer komisch fand. Wenn ich ein systemgemachtes Produkt bin und ganz eindeutig doch kaputt bin, dann hab ich noch nicht ganz kapiert. Wieso werde ich so nicht? Bin ich jetzt verrückt oder nicht? Sie machen sowas doch beruflich. Bin ich jetzt verrückt oder nicht? Sind das die anderen oder bin das ich? Bin ich jetzt verrückt oder nicht? Sie machen sowas doch beruflich. Bin ich jetzt verrückt oder nicht? Sind das die anderen oder bin das ich? Verhältnis zu ihrer Mutter!